Na, wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Die AirTags, klein und fein, das erfahrt ihr in diesem Video. Was sagt denn YouTube dazu? AirTags. 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 Ja, genau, um diese Dinger geht es heute. Also alles schon gesagt, von wegen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Anfang Mai 2021 und die Apple-Welt redet aktuell nur noch über ein Thema, die AirTags. Sie sind in aller Munde. Jetzt noch mal ernsthaft, warum reden alle darüber? Wir haben es ja immerhin mit einer neuen Gerätekategorie zu tun. Da möchte jeder gleich von Anfang an dabei sein und sie sind obendrein für Apple-Verhältnisse auch ziemlich erschwinglich. Doch was bleibt nach dem Hype? Sind sie wirklich nützlich? Sind sie ein Must-Have für Apple-Nutzer? Antworten darauf versuche ich jetzt zu geben in 7 Fragen und 7 Antworten. Fangen wir mit der ersten Frage an. Wofür ist AirTag gut? AirTag ist dieses kleine Teil hier im Durchmesser etwas größer als ein 2-Euro-Stück und etwa so dick wie ein iPhone. Betrieben wird das Ganze von einer CR2032-Batterie, die, und das ist für Apple-Verhältnisse ja ziemlich ungewöhnlich, selbst gewechselt werden kann. Apple gibt die Laufzeit mit einem Jahr an, da wir jetzt erst seit ein paar Tagen diese AirTags haben, beziehungsweise seit einer Woche. Müssen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, wie ist das mit der Batterie? Ich bin da so ein bisschen zerrissen, weil ich bin eigentlich von Smart-Home-Geräten ein wenig traumatisiert. Man wird ja doch schnell zum Batterie-Jockey, wenn man ständig in den Sensoren die Batterien austauschen muss. Bei einem Jahr ist es verschmerzbar, aber trotzdem. Andererseits, letzten Endes ein Akku hätte natürlich den Nachteil, dass wenn er kaputt geht, müsste das Gerät eingeschickt werden oder es ist völlig wertlos. Bei dem geringen Preis der AirTags von 35 Euro pro Stück, tja, da ist es wahrscheinlich ein Totalschaden. So gesehen macht eine Batterie Sinn, denn das ist ja tatsächlich der Teil dieses Geräts, was sich halt dann auch aufbraucht und dann nach einer Weile ausgetauscht werden muss. Mit diesem kleinen Stück Technik kann Analoges auffindbar gemacht werden. Gepäckstücke, Taschen, Regenschirme, Schlüsselbunde, aber auch Fahrräder und Autos. All das lässt sich damit über die Whoist-App orten, die ja auf jedem iPhone installiert ist und auch auf weiteren Apple-Geräten. Dabei ist es egal, ob sich das AirTag in Reichweite des iPhones befindet oder weiter weg. Nutzer können über die eingebauten Lautsprecher auch einen Ton abspielen. Dabei sind die AirTags trotzdem wasserfest, denn die weiße Membran auf der Oberseite, die wird zur Klangerzeugung verwendet. Und wer ein iPhone 11 oder ein iPhone 12 besitzt, der kann über den eingebauten U1-Chip das AirTag auch präzise orten und sich per Pfeil dorthin führen lassen. Nützlich sind die AirTags sicherlich auch für Menschen, die schlecht sehen können oder gar blind sind, denn diese kleinen Alltagsbegleiter können ihnen helfen, eben Gegenstände leichter wiederzufinden. So gesehen steckt einiges an potenziellen Nutzen in diesen kleinen Geräten. Was macht Apple besser als andere? Nun ja, das fängt gleich beim Setup an, denn das geht kinderleicht. Man packt die AirTags aus, man zieht die Folie ab und in dem Moment wird der Kontakt hergestellt, der Batterie zu dem Gerät und man muss den AirTag nur in die Nähe des iPhones halten und schon ähnlich wie bei den AirPods taucht dann dort eine Verbindungsanzeige auf, man klickt auf den Button und es sind ein paar Schritte, dann ist man einsatzbereit. Das kennt man von anderen Herstellern so nicht und das ist halt der typische Apple-Weg, der auch Maßstäbe setzt. Ein weiterer Punkt ist, dass es gleich 3 Möglichkeiten gibt, die AirTag zu orten. Die eine Sache kennen wir schon vom iPhone. In der Whoist-App konnte ich ein Geräusch abspielen, sodass ich das iPhone dann leicht wiederfinden konnte, wenn ich es irgendwo im Haus verlegt habe. Apple hat es allerdings nicht dabei belassen. Sie haben auch eine Möglichkeit integriert, Sachen wiederzufinden, wenn sie außerhalb der Reichweite meines Haushalts und meiner Geräte liegen. Das Ganze funktioniert über das sogenannte Find My Netzwerk. 1 Milliarde aktive Apple-Geräte, iPhones, iPads und Macs sind integriert und sie geben die Position von gefundenen anderen Geräten des Find My Netzwerkes weiter.
Wenn also ein AirTag in die Reichweite eines iPhones gerät, dann wird die Position dieses AirTags verschlüsselt an den Besitzer weitergegeben. Nur er kann laut Apple diese Information auch dann dechiffrieren. Aber welche Reichweite ist denn das eigentlich, von der wir da reden? Da es sich um Bluetooth handelt, werden es wahrscheinlich so um die 10 Meter sein. Also in diesem Umkreis, das entspricht Bluetooth Klasse 2, werden iPhones und andere Geräte AirTags erkennen können und geben die Information weiter. Und dann ist da noch Punkt 3, nämlich der U1-Chip. Der ist ja ab dem iPhone 11 eingebaut und er steckt auch in den AirTags drin. Und er sorgt dafür, dass ich eben eine sehr präzise Ortung vornehmen kann, dass ich mich hinführen lassen kann im Raum zu dem entsprechenden AirTag. Die präzise Ortung sieht sehr schick aus, doch vielfach muss der Besitzer dem AirTag schon recht nahe sein, damit der Richtungspfeil erscheint. Wo sie helfen kann, ist zum Beispiel, wenn ein Gegenstand in einer von mehreren Taschen sein kann. Das erspart dem Besitzer das Auspacken und Wühlen darin. Was die Hersteller häufig unterschätzen, ist das Aussehen. Es gibt auch andere Tags und Tiles, aber sie sind meistens so sexy wie ein Autoschlüssel. Und Apple hat aus den AirTags auch eine Art Accessoire gemacht, ein Schlüsselanhänger, ein Schmuckstück. Es gibt diverse Zubehörteile zu kaufen, zum Beispiel den Loop oder den Keyring. Und auch Dritthersteller werden aktiv werden oder sind schon aktiv und bieten zum Teil zu günstigeren Preisen das Ganze an. Also es ist eine große Personalisierung möglich von den AirTags. Schlauerweise hat Apple natürlich keine Befestigungsmöglichkeit gelassen. Also man kann sie zwar in eine Tasche hineinlegen, aber man muss eben irgendetwas haben, um sie irgendwo zu befestigen, wenn man jetzt nicht gerade Paketklebeband verwenden möchte. Zur Personalisierbarkeit trägt auch die kostenlose Graviermöglichkeit an. Man kann auf der weißen Oberseite Initialen zum Beispiel eingravieren lassen, kostenlos, oder eben ein Emoji. Also da gibt es auch noch Möglichkeiten, dieses Schmuckstück dazu etwas Persönlichem zu machen. Und nicht zuletzt für jeden Apple-Fan ist es natürlich auch toll, am Schlüsselanhänger, am Schlüsselbund dann das Apple-Zeichen zu tragen. Es ist sozusagen ein offizieller Schlüsselbund von Apple und der nebenbei noch sehr smarte Funktionen mitbringt. Und dann ist da natürlich noch die Integration ins Betriebssystem. Das ist typisch Apple. Das Ganze ist technisch komplett im Betriebssystem verankert. Man muss keine extra App dafür installieren und das Setup geht halt auch gleich los, wenn man die AirTags zum ersten Mal auspackt. Und man kann auch, wenn man möchte, mit der Sprachassistentin Siri arbeiten, um eben diese AirTags aufzufinden. Also auch da ist Apple im Vorteil. Finde ich ein AirTag überall wieder? Die Antwort darauf lautet nein. Es gibt tatsächlich schwarze Löcher. Und diese schwarzen Löcher sind global gesehen wahrscheinlich sogar ziemlich groß. Die Frage ist halt, wo bewegt man sich mit den AirTags? Wer zum Beispiel in Großstädten, in Ballungsräumen unterwegs ist, in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Orten mit vielen iPhones, der hat eine sehr hohe Chance, per Find My einen Gegenstand auch wiederzufinden. Ich habe die AirTags mal getestet, indem ich sie an der Tasche meiner Tochter befestigt habe, als sie in den Kindergarten gegangen ist und dort war augenscheinlich keine hohe iPhone-Dichte und es blieb tatsächlich ein Rätsel, wo der AirTag geblieben ist. Er taucht in der Wo es ist App nicht auf. Das gleiche gilt mit Sicherheit auch eben in ländlichen Gebieten, in der freien Natur. Dort dürften die Chancen eher minimal sein, dass man die AirTags wiederfindet. Dort, wo die iPhones und Apple-Geräte sind, dort funktioniert es allerdings ziemlich gut und man bekommt auch eine Notifikation, wenn der AirTag wieder aufgetaucht ist. Folglich ist Find My eher so eine mögliche letzte Rettung, aber kein Patentrezept. Das ist eben der Preis für die passive Ortung. Wenn man jetzt in den AirTag einen GPS-Empfänger einbauen würde, wenn man ein Mobilfunkmodul integrieren würde, erstens würde das das Ganze viel größer machen, es wäre das Batterieproblem vorhanden und vor allem es wäre deutlich teurer. Dementsprechend würde ich da nicht zu hohe Erwartungen in das Ganze stecken. Wenn man jetzt einen AirTag verloren hat, dann kann man den sogenannten Lost Mode einstellen und dann können auch sogar Android-Nutzer durch NFC auslesen, was für eine Telefonnummer ihr habt, beziehungsweise eine Information, die ihr persönlich hinterlegen könnt. Aber das setzt andererseits voraus, dass auch erstmal alle wissen, was bei einem Fund von so einem AirTag eigentlich zu tun ist. Ich würde behaupten, im Moment ist es wahrscheinlich noch eher unwahrscheinlich, dass jemand an so einen AirTag herangeht. Ein Punkt, der auch viel diskutiert wird, ist, werden die AirTags nicht selber
zum Opfer von Dieben zum Beispiel, wenn sie so offen dranhängen. Das ist natürlich das Problem, dass wenn man die Möglichkeit anbietet, dass Leute per NFC sie auslesen können, muss man sie natürlich sichtbar machen und darf sie nicht in der Tasche verstecken. Es ist nun aber auch so, dass die AirTags wertlos sind, wenn man sie klaut, und sie sind gebunden an einen Nutzer. Denn diese Bindung kann nur der Nutzer wieder aufheben. Das kann niemand anderes machen. So gesehen ist es wahrscheinlich aber auch so eine Frage erstmal, dass eben selbst die Diebe lernen müssen, dass ein AirTag gestohlen nichts wert ist. Und das Zubehör ist natürlich dann wahrscheinlich schon noch das Spannendere, wenn es gut aussieht. Und es gibt ja sogar sehr teure Zubehörsachen von zum Beispiel Hermé-Anhänger. Das ist sicherlich so ein Punkt. Ich habe auch eine Frage bekommen von einem Zuschauer zum AirTag, und zwar die Frage, ob man den AirTag benutzen kann, um gemeinsam in der Familie einen Autostandort zu identifizieren, also sprich Find Our Car. Die Antwort darauf ist, in der Familie kann man das nicht nutzen. Es ist tatsächlich gebunden an die Apple-ID des Eigners und man muss so ein bisschen hinterher sein. Also es ist grundsätzlich möglich, dass man einen AirTag zum Beispiel ins Auto legt und dadurch sich dann merkt, wo die letzte Position war. Dann muss man allerdings die Wo-ist-App, wenn man das Auto verlässt, einmal aufgerufen haben, um dann nochmal zu lokalisieren, wo der AirTag ist. Denn ansonsten ist man darauf angewiesen, dass das Find My Netzwerk dann hilft. Und das setzt natürlich voraus, dass jemand am Auto vorbeigeht, der oder die auch ein iPhone hat. So gesehen, ihr könnt einen AirTag positionieren, dann aber eben per Wo-ist-App nochmal kurz eben lokalisieren und dann könnt ihr gehen und findet dann später euer Auto auch wieder. Wie steht es um den Datenschutz? Wie gesagt, wer einen AirTag findet, kann damit wenig anfangen. Die Kopplung an ein neues Gerät, die geht nicht ohne vorherige Entkopplung und es gibt auch keinen Speicher, der da ausgelesen werden kann, wo Positionsdaten drin sind. Wenn ein anderes Gerät einen AirTag findet, dann wird per Bluetooth eine wechselnde ID übertragen. Auch auf diese Weise soll es dann eben nicht möglich sein, größere Rückschlüsse zu ziehen. Und diese ID wird dann mitsamt des Standorts an den Besitzer geschickt über das Apple-Netzwerk, wobei der Standort selbst dann auch nochmal verschlüsselt wird und der soll laut Apple auch nur von dem Besitzer selbst entschlüsselt werden können. Also Apple kann da keine Bewegungsprofile zeichnen. Kann ein AirTag gegen jemanden verwendet werden? Nun, diese Frage würde ich eher mit bedingt beantworten. Es ist so, dass die Aktualisierung im Find My Netzwerk in keiner Weise in Echtzeit stattfindet. Und wie gesagt, es gibt auch große Lücken im Netzwerk. Wer also jemanden damit verfolgen möchte, hat wahrscheinlich viel bessere Instrumente als ein AirTag dazu benutzen. Das wird aber sicherlich manchen nicht davon abhalten, es trotzdem zu versuchen. Und da ist es so, dass ein AirTag sich allerdings dann bemerkbar macht. Laut Apple ist das nach 3 Tagen der Fall, dann fängt er an zu piepen. Und bei iPhones, da taucht sogar eine Anzeige auf. Wenn das iPhone feststellt, dass über eine längere Zeit ein AirTag dann einem folgt, dann wird gesagt, dass man da diesen AirTag halt dann hinter sich her hat und ob man den vielleicht abschalten möchte, ob einem das genehm ist. Das klingt erstmal gut. Aber die Zeiträume erscheinen mir doch relativ lang, also 3 Tage. Wer jemanden nur mal einen Tag verfolgen möchte, der muss sich da keine Sorgen machen. Andererseits ist natürlich das Problem, wenn ich einen AirTag nutzen möchte, zum Beispiel innerhalb der Familie, um ein Gepäckstück, einen Rucksack eben im Auge zu behalten, also im Interesse aller Beteiligten, dann ist es natürlich so, dass es misslich wäre, wenn dann schon beispielsweise nach 12 Stunden das piepen würde. Da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ich denke, dass Apple auch die Entscheidung, ob der Zeitraum ausreichend ist, davon abhängig macht, was die Nutzer letzten Endes damit tun. Was fehlt AirTag noch? Ja, ein Punkt ist sicherlich die Familienfreigabe. Derzeit ist es so, dass ein AirTag gekoppelt ist an eine Apple-ID. Und innerhalb der Familienfreigabe haben andere keinen Zugriff auf diese Objekte. Das ist ja zum Beispiel bei den Apple-Geräten selber anders. Dort hat man auch die Möglichkeit, dass alle in der Familie die Geräte der jeweils anderen lokalisieren können. Mich fragte auch der Zuschauer Sven, ob es denn nicht auf mehreren iPhones möglich ist, dann zu orten. Er schreibt, meine Frau und ich hatten vor, einen gemeinsamen AirTag als Lauftag zu nutzen, da wir beim Joggen kein Handy dabei haben und meist auch zu verschiedenen Zeiten unterwegs sind. Nun, das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.
Es sei denn, ihr nehmt zum Beispiel zwei AirTags und den einen koppelt ihr auf die eine ID und den anderen auf die andere ID. Und so könnt ihr euch wechselweise dann im Auge behalten. Was auch praktisch wäre, aber momentan nicht integriert ist, ist ein Alarm, wenn ein Gegenstand vom iPhone sich entfernt. Mal angenommen, man sitzt in der Bahn und man hat seine Tasche dabei und jemand klaut einem diese Tasche und verschwindet einfach damit. Dann ist es gegenwärtig nicht so, dass man irgendeinen Alarm bekommt. Das Problem dabei ist wahrscheinlich, dass Apple da Strom sparen muss. Der U1-Chip könnte ja herausfinden, ob sich dann der AirTag entfernt vom iPhone, aber er ist wahrscheinlich nicht permanent aktiv, sondern in der gegenwärtigen Form der Ortung, wenn man jetzt diese präzise Ortung vornimmt, wird er erst über Bluetooth aktiviert und sendet dann wahrscheinlich ein Signal im Ultra-Weitband und dann kann man die Ortung vornehmen. Das ist sicherlich ein Zukunftswunsch. Und dann wäre da noch Kratzerschutz, denn die AirTags sind auf ihrer metallenen Seite doch ziemlich empfindlich. Diesen hier habe ich zum Beispiel jetzt dann einige Tage am Schlüsselbund getragen und man kann schon deutliche Spuren sehen, eben auch vom Schlüssel. Und andere Nutzer berichten eben auch, dass das sehr schnell geht. Damit sind wir schon bei der Frage aller Fragen. Lohnt sich der Kauf? Ich finde, für 35 Euro für einen AirTag oder 119 Euro für den Viererpack kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich war anfangs schon sehr skeptisch. Und nein, ein Must-Have sind die AirTags gewiss nicht. Aber Apple hat mich mit dem Fashion-Aspekt und den Nutzen doch schon auf ihre Seite gezogen. Es ist eine Art Versicherung, die einem halt auch dann, wenn man sie einmal hat, auf Strecke nichts kostet. Und nebenbei bemerkt, so ein AirTag ist ja vielleicht auch ein schönes Geschenk zu Weihnachten oder zu anderen Gelegenheiten an einen Apple-Fan. Es kostet nicht so unglaublich viel und gleichzeitig ist es halt eine schöne Sache. Das, was die AirTags können, das können sie sehr gut. Und wer häufig mal etwas sucht oder Panik bekommt, wenn ein bestimmter Gegenstand verschwindet, der kann sich damit halt eine gewisse Absicherung verschaffen. Das ist beileibe kein 100% Schutz, aber im Zweifel besser als nichts. Apple möchte ja allgemein das Wo-Ist-Netzwerk durchsetzen und die AirTags schließen da eine analoge Lücke. Dort, wo sonst keiner aktiv wird. Es gibt ja zum Beispiel schon Hersteller für Kopfhörer, für Fahrräder, die Wo-Ist integrieren in ihre technischen Geräte. Apple sorgt mit den AirTags dafür, dass eben auch Schlüsselbunde, Geldbörsen und Gepäckstücke dann in dieses Netzwerk integriert werden können. Ich glaube also unterm Strich, dass die AirTags kein reiner Hype sind. Das bleibt. Wenn ihr diesen Kanal weiter verfolgen wollt, dann braucht ihr kein AirTag. Ihr müsst einfach nur abonnieren. Und dann verpasst ihr kein Video mehr hier. Ich hoffe, dass dieses AirTag-Rezensionsvideo für euch hilfreich war. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich sage danke und tschüss von der Nordsee.